Blub, blub, Leute, willkommen zurück und hoffentlich nimmt die Festplatte auch richtig auf. Irgendwie sieht das gerade komisch aus. Ich denke mal schon. Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Prepare to die und heute mal wieder mit einem Gast. Stell dich doch mal vor. Moin, Naradem hier. Yay. Letztes Mal schon dabei gewesen bei Prince of Persia, heute bei Dark Souls. Ich weiß gar nicht, was zuerst rauskommen wird. Ich denke mal Prince of Persia. weil da habe ich ja auch noch ein bisschen was. Da ist immer noch dran mit Toru. Und dann kommt das mit dir, das Desaster. Oh, das Desaster, sagt er. Und dann kommt nochmal ein Desaster mit Toru und dann ist das Spiel schon fertig, Mensch. Hammerhart. Schon so lange ist es ja nicht. Ja, ja. So lange ist es ja nicht. Aber ich find's cool, dass es fertig ist, denn da kann man jetzt was Neues machen. Divine Divinity vielleicht. Mal gucken. Ich will mir noch überlegen. Okay, wir haben letztes Mal das Krone geholt. Krone der Dämmerung finde ich irgendwie eine unnötige Übersetzung, weil, ja. Haben die Hydra besiegt, endlich, wurde doch Zeit. Die ist jetzt nicht schwer, ne? Ja, nee, aber ich war so doof und bin ins Wasser gelaufen. Und bei mir hat die voll rumgebackt, das dreckige Stück, ey. Aus irgendeinem Grunde stand ich genau vor ihr und sie hat trotzdem noch ein blödes Wasser gespuckt, das blöde Vieh, zweimal. Obwohl ich direkt vor ihr stand. Normalerweise dürfte sie dich dann nicht treffen. Das müsste eigentlich an dir vorbeigehen. Eigentlich schon, aber die hat mich volle Kanne erwischt. Zweimal, ey. Muss dir mal angucken im Bad. Das war richtig übel. What the fuck? War hier okay. Ich weiß gar nicht, ich glaube, hier war nichts, oder? Oh, ich liebe da oben die müsste nur Hubble. Den habe ich, glaube ich, schon. Ja, den muss ich schon getötet haben. Ja, hier habe ich schon aufgemacht. Ich liebe diese Rüstungssounds bei Dark Souls. Das kann ich immer nur wieder sagen. Das ist so geil. Gerade von der Paladin-Rüstung. Weil das ja Kette ist. Ja. Das schöne Rascheln und Scheppern. Ah, super, ey. Das ist so ein cooles Ding. Guck, Havel, nicht da. Havel tot. Totig. Ja, ich habe ja auch schon seine Rüstung und alles, also. Die sind schon nicht beschweren, der Kerle. Hier war doch noch ein Bogenschütze, dachte ich. Okay, für mich. Nee, die sind, wenn dann, sind die ganz oben auf dem Turm, bevor du den Minotaurus triffst. Oder ja, den Taurus-Dämon. Da auch. So, aber der Bogenschütze, den du meinst, der ist, glaube ich, wenn du. Richtung Schandstadt runtergehst. Dass ja, du auf der ja, Rundturm ja, genau, ja, genau. Da genau. Steht der Bogenschütze, den du meinst. Genau, okay. Ich möchte eigentlich nur zum Leuchtfeuer, Leute, also nicht wundern. Ja, kannst du haken, mein Freund. Oh, aua! Wär's da nicht leichter gewesen, wenn du unten reingegangen wärst zum Leuchtfeuer? Da, wo ja, du den Rushen gefunden hast? Vielleicht. Aber warum denn nicht? Ich muss mich eh ein bisschen einspielen und. Kann ich hier und Feuerbombt Fuzzis. Wo ist denn der dritte? Da ist der dritte. Hallo. Hab ich diese Stelle liebe. Auf dem Dach. Ich finde es so geil, diese Stelle hier. Also dieser Teil des Spiels, ne? Diese Stadt der Untoten. Das ist die geilste Stelle im ganzen Spiel, finde ich. Ich mag die so sehr. Wirklich, also das ist nicht irgendwie. Beim ersten Mal, als ich das Spiel gespielt habe, wusste ich nicht, wie ich über diese Scheißbrücke rüberkommen sollte. Ach so. Das war so die erste Stelle, wo ich mir dachte, so, what the fuck? Rennen hilft, ne? Einfach rennen. Ja, nur ich habe damals ja schon, ich spiele ja immer die Night Class, also mit schwerer Rüstung und dann wenig Verlassbarkeit und so weiter und so fort. Und er war einfach zu langsam. Ich musste mich fast nackt ausziehen, um darüber zu rennen. Mit schwerer Rüstung und wenig Belastbarkeit immer. Du brauchst es aber auch. Der hat, ne? Der hat ziemlich wenig Belastung am Anfang, finde ich, dafür, dass er angeblich so eine Tankklasse sein soll. Da hat er zwar einen guten Schild und das Longsword habe ich auch relativ lange gebraucht, beziehungsweise mit dem Broadsword startet er, glaube ich, hier in Dark Souls. Ich glaube schon, ja. Von Breitschwert. In Demon's Souls war es noch das Longsword. Longsword wäre auch besser gewesen, finde ich. Wäre es auch. Allein schon wegen der R2-Attacke, dieser schwachsinnige Seitenhieb, den sie dann zur Standard-Schwertattacke jedes Schwert in Dark Souls 2 gemacht haben. Ja, kann sein, doch. Fuck you from Software. Ja, den fand ich auch scheiße. Ich hätte lieber diesen Stich hier gehabt. Deswegen mag ich auch Uchigatana so sehr. Obwohl der ein bisschen lange braucht, leider, aber ich meine, der ist auch viel zu stark. Ich mache 600 Schaden mit dem Ding fast. Ja gut, wenn du auf Dex geskillt bist, dann ja. Ich war ja nie so Dex. Dex habe ich nur geskillt, um einen Bogen zu verwenden. Ich habe auch nicht Dex geskillt. Uchigatana skaliert doch mit Dex. Nein, der Uchigatana Blitz skaliert gar nicht. Ja gut, Blitz, aber Standard Uchigatana skaliert mit Dex als mit Strength. Wer nimmt denn bitte Standard? Ich nutze dieses Ding erst, sobald es Blitz hat, weil vorher kann man das Ding noch nicht gebrauchen. Ich meine, guck dir mal an, was ich für Stats habe. Vitalität 16, Zauberei 16. Kondition 40, Stärke 20 und ich werde attackiert.
Ratte. Henna, du. Stirb. So, was haben wir noch? Zum Glück können die mir nichts mehr mittlerweile. Beweglichkeit 16. Das ist die Stärke 20, Beweglichkeit 16. Das ist Maximum. Mehr mache ich nicht. Und die 20 habe ich auch umsonst geskillt, leider, habe ich bemerkt. Ach, warte mal, was habe ich für eine Intelligenz? Doch, 32, siehst du, ich sag doch, ich habe irgendwas mit 30. Und ich brauche 40 noch, oh Mann. Da ist ein Leuchtfeuer, da wollen wir hin. Wir wollen nämlich jetzt das Archiv des Herzogs, Leute. Das wird toll. Nicht. Das wird absolut nicht toll. Denn die einzige Waffe, die ich habe, die mir da helfen wird, ist, wo ist Anor Londo? Ja, da. Die einzige Waffe, die mir helfen wird, ist mein Blitz-Uchigatana und, ja, toll. Ja, gut, mit der Magieverstärkung werde ich da auch noch ein bisschen rumballern können mit. Kein Pyromancy-Handschuh dabei, nichts, gar nichts. Ich habe Pyromancy, aber ich habe nur den kleinen Feuerball, glaube ich. Ich weiß nicht, ich habe wenigstens Logan befreit, wenigstens. Oder wie hieß der hier? Hieß der Logan? Logan war der Magier. Der andere, Lawrence, genau. Laurentius, glaube ich, ist wieder, oder? Laurentius? Ja, jedenfalls der Pyromantielehrer. Ja, genau. Ja, den habe ich befreit. Aber dummerweise will er nicht zu der Troller. Ich habe Pyromantieflamme plus 7, ja. Aber habe ich dafür Zauber, ist die Frage. Zu welcher Troller? Unten in der Schandstadt zu der Troller, zu der Schwester. Dann würde ich den gar nicht hinschicken. Doch, muss. Nein, musst du nicht. Doch, wenn du den da hinschickst, verlierst du den als Pyromantie. Ja eben, ich will ihn töten, der ist ein Vollidiot. Ich habe einen großen Chaos-Feuerball, das wäre cool, aber der braucht zwei Slots, das finde ich scheiße. Ja, nicht so einen Scheiß mitnehmen, ehrlich. Ist besser als Magie. Die sind, glaube ich, sogar ziemlich empfindlich gegen Feuer, wenn ich mich recht entsinne. Ja, aber... brauchen wir nicht, Quatsch. Wo wissen? Brauchen wir nicht, sonst heißt doch wieder, ich mache hier mir alles leichter und so. Nee, Leute, das geht doch nicht. Ne? Das geht doch nicht. Wenn man Köpfchen spielt, macht man sich alles leichter. So. Ja, es ist doch so. Du bist doch immer, du voll der Noob, ey, du mit Fäusten, ey, und nackt. Müssen wir bitte kommen, mein Freund, dankeschön. Ja, ich hasse dich. Warst du schon unten in Lost Izalith? Nein. Den Kram nehme ich alles mit den besseren Zaubern, weil ich den fetten Ekeldämon hasse. Ach, den Tentakeldämon da? Genau. Nein. Den kannst du voll einfach killen. Tentakeldämon? Das Viech, was du besiegen musst, damit die Lava weggeht. Ach Quatsch, der ist doch völlig Pillepalle. Den krieg ich mit meinen Zaubern jetzt schon tot. Worum es mir geht, ist der, wie heißt er? Dieser Asyldämon in Rot. Fetti. Ach, der ist doch, ach komm, Fetti, der ist doch Pillepalle. Oh, weißt du, der ist doch Bullshit, ist ich hab doch hier den Ziegendämon in meinem eigenen Run auf der Xbox instant gelegt, weißt du, und bei dem Vieh bin ich 15 Mal gestorben oder sowas. Ich war so am Kochen, ey, das war so, boah und so, Leute, hier ist die Wand jetzt weg, deswegen können wir jetzt hier durch. Oh, das sieht so cool aus hier mit dem Schweinchen. Schweinchen! Ja, was meinst du? Hast du die Schweinchen hier auf dem Gang? Die sind so asozial. Fand ich den zweiten Asylum-Dämon viel schlimmer. Der kommt, wenn du durchs Loch fällst, wenn du das zweite Mal ins Asylum reingehst. Ja, der ist auch schlimmer, das stimmt. Aber trotzdem, ich fand den roten auch schon eklig. Ich weiß nicht, ich kann den einfach nicht. Okay, ich mach keinen Schaden, das ist gut. Und, oh scheiße, machen die mir einen Damage. Wie hab ich den letztes Mal besiegt? Naja. Ich konnte nichts machen, Leute. Ich bin gestorben. Ich konnte Dacht doch, diesen Arschloch. Ich konnte nichts machen. Ich konnte nicht mehr aufstehen, dieses Schweinebär. Der Gang ist total Arsch für diese Gegner. Wie hab ich den das letzte Mal besiegt? Ich weiß es gar nicht. Ich hab doch Köderschädel, glaube ich, dabei. Dann nutzen wir die doch einfach im Scheiße. Ach, Leute. Ja, okay, wir reporten gerade nochmal. Ich nutze einfach gleich einen Köderschädel. Ins Ruhe, Mensch, ins Ruhe. Die sind anfällig gegen Feuer, das weiß ich noch. Vielleicht sollte ich mir doch mal so ein Chaosfeuerball mitnehmen. Ja, das sind alle Gegner im Archiv sind anfällig gegen Feuer, soweit ich weiß. Ja, ist ja gut. Der hat zwar nur die Aufladung, aber ich nehme mir mal mit für Notfall. Aber das kostet mich 2 Zauberei-Slots und ich habe nur 4. Dann kauf dir doch ein paar billige Feuerbomben. Die kriegst du doch für ein Abel und ein Ei unten bei dem Händler in der untoten Stadt. Ja, Feuerbomben sind auch so lame. Ich hab eine Brandbombe. Das ist schön. Nee, Leute, weißt du was? Nee, brauchen wir nicht. Geht schon. Mit dem Köderschädel jetzt da mit rein und dann läuft das. Dann krieg ich schon. Du holst dir das Zeug zum Schmieren. Ich kann nicht schmieren. Ich hab verzauberte Schwerter, beziehungsweise Schwerter mit Dings. Du verzauberte? Ich hatte doch Köderschädel irgendwo, warte mal. Hallo? Wo ist deine Kiste? Wo sind meine Köderschädel hin? Hab ich die verbraucht? Echt? Das ist aber nicht nett. Jetzt, wo ich sie einmal gebrauchen könnte, weißt du? Ja, dann muss es so gehen. Was soll's? Leute, was soll's? Wir können ja doch so.
Das geht schon. Ich bin auch hoffentlich... Nein, ich bin online. Warum bin ich online? Das finde ich nicht gut. Ich mag das nicht online. Bei Windows Live. Ach ja, stimmt. ich dachte, ich jetzt mit der Firewall Windows geblockt. Dark Souls. Sagst du, bist online. Also bist du online. Ich hasse es, ey. Ich hasse das scheiß blöde Windows Live, ne? Nach Sonnenschein. So, weißt du was? Ich mache jetzt auch mal ein bisschen schneller. Muss jetzt ein bisschen mehr Schaden machen durch die Krone. Jawoll, ja, so ist das doch schön. Guck mal an. Vorher habe ich 3 von den großen Schweren gebraucht. Einfach durch die Beine rollen und vorbeilaufen. Wäre auch eine Möglichkeit, aber ich will die Seelchen mitnehmen. Einfach weil ich es kann. 1500. Einfach weil ich es kann. So, und den nehmen wir jetzt auch mit. Zap. Ein bisschen extra Schaden kann nie schaden. Hahaha. Ja. So, jetzt muss ich nur irgendwie einen Weg finden, an dem Vieh vorbeizukommen und hinter es zu gelangen, dann ist das kein Problem. Mhm. Und ihm dann in den Hintern zu stechen, kein Mistvieh. Das ist die Kunst. So, du kannst ihn auch quasi kalten, oh, ne? Wie mich das immer noch, was? Ja, und jetzt bin ich eingekesselt, okay. Mhm. Der Gang ist so Arschloch. Wo ist hinter ihm? Ja, ich hoffe, es bleibt auch so. Ich stech dir in den Arsch! Ah, toll. So viel dazu. In deinen fetten Arsch. Da kann auch austreten, glaube ich. Ne? Ah. Boah, guck mal, wie er mich wegfetzt. Das ist unglaublich. Mhm. Der raubt mir mit einem Schlag alle Ausdauer. Was ist das denn für ein Drecksvieh? Ja, okay, Leute, das kann noch ein bisschen dauern. Hey, diese Fails, ne? Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Welcome to Dark Souls. Ich habe 3 Folgen gebraucht, bis ich das Achievement bekommen habe in Dark Souls 2. Ja, bitte. So weiß scheiße. Ich nicht mehr. Das nicht. Es gab Leute, die haben es am ersten Part gekriegt. Zum Beispiel die Leute, die so doof waren und die kleinen Rattenviecher angegriffen haben. Nee, ich hab den Oger, glaube ich, damals angegriffen mit Fäusten. Oh, ja, mit Fäusten, geil. Ich greife auch immer gern Gegner mit Fäusten an, die 5-mal größer sind als ich. Alter, diese Reichweite, ey, das ist doch unmenschlich, sowas. Wenn ich dann kite ihn dir doch zurecht. Ja, hätte ich machen können. Du lockst ihn an und rennst raus und dann geht er zum Eingang und ab dem Eingang dreht er wieder um und dann kannst du ihn auf den Hintern schießen. Das ist ja, weißt du, dann krieg ich gesagt, ich bin feige, ne? Warum? Du bist ein Magier. Ja. Was willst du machen? Ja, eben, aber, ne? Ist so. Ich hätte jetzt auch was gegen das blöde Vieh gerade, weil irgendwie nervt es mich so ein bisschen. Wie habe ich das letzte Mal getötet? Ich weiß es nicht mehr. Ich nehme jetzt eine Brandbombe und versuche das mal damit. Vielleicht macht die ja mal gut Schaden. Ich muss nur hinter ihn gelangen. Nee. Da kommt ja noch so ein Vieh, ne? Das war ja nicht das Einzige. Und irgendwie habe ich ihn nicht in den Hintern stechen können. Ich weiß nicht warum. Wie hat man das denn nochmal gemacht? Ich weiß, was Bunker das nochmal gemacht hat. Backstep? Backstep? Nee, war nicht Backstep. Du kannst keinen Backstep machen. Was soll das sagen? Du musst genau den Schwanz treffen, sonst hat er da Rüstung am Arsch. Das ist ja das Problem der ganzen Geschichte. Oh, ja, natürlich kann ich nicht ausweichen, weil ich zu doof bin zum Rollen. Ja, komm. Fettes Schweinchen. Warte, eine Soul Mass macht gar keinen Schaden. Ja, guck, das bringt gar nichts. Ja, meine Soul Mass macht doch keinen Schaden. Ich sag ja, ich bin scheiße. Magier am Arsch bin ich. Oh nein. Oh nein, ich bin nicht tot. Oh, doch nicht. Den Schaden. Juhu! Ja, die Feuerbomben sind sehr hilfreich. Danke für den Tipp. In den Arsch! Ich stech dir in den... Ah! Der tritt ja nach hinten aus, die Sau! Hab ich doch gesagt, der kann da hinten austreten. Soll das? Hast du nett? Hab ich vorhin gesagt, beim ersten Kampf hab ich jetzt schon gesagt. Nett. Hab ich. Dazu müsste ich dir ja zuhören. Als ob du hier wärst, damit ich dir zuhöre. Ist ja Quatsch. Ich stech dir in den Hintern. Blödes Vieh, und jetzt ist tot. So, geht doch. Mein Gott, bist du nervig. Alter, ja, jetzt Verwalter. Kommt jetzt Nummer 2. Der ist noch geiler. Jetzt krieg ich einen Reiskeilerhelm, weißt du, wo ich ihn unbedingt brauche. Was, jetzt kommen 2? Kommt noch einer. Ja, ich wollte schon sagen. Da kommt der zweite noch. Ja, okay. Aber wenn jetzt noch 2 kommen würden, dann schrei ich wie ein kleines Mädchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, ich brauch keine 2, dankeschön. Hat sich erledigt. Wo kommt? Der kommt um die Ecke, ne? Wo man nicht mit ihm... Ja, natürlich. Ja, das steht direkt an der Ecke dran. Natürlich kommt der um die Ecke, die Dummsau. Aber ich weiß gerade gar nicht, ob das respawnende Gegner sind oder ob die endgültig tot bleiben. Die sind, glaube ich, nicht respawnend. Das ist auch egal, weil wenn ich Leuchtfeuer erwische, dann ist die tot. Ja, sind die damit umgangen, aber die sind nicht respawn. Keine der Schweinchen. Ja, dafür, wenn man einmal dran ist. Man muss im Grunde nur auf es zulaufen und dann... nein, austreten.
Ja, schön am Arsch bleiben. Immer hinten rein. Ihr guckt mal, wie einfach das gehen kann, Mensch. Aber ich habe ihn irgendwie nie richtig getroffen. Ich weiß nicht. Leute, wenn ihr wisst, wie man das macht, dann sagt aber Bescheid. Und guck, jetzt bin ich mit Leuchtfeuer, jetzt alles in Ordnung. Mensch, Mensch. Und guck, jetzt kann ich dir auch zeigen, dass sie nicht respawnen. Kann ich aufsteigen? Ich war mir nur nicht mehr sicher. Ey, diese, wie viel Seelen man hier braucht, ne? Ne, ist nicht respawnen. Hast du so ein kleines Level? Hast du nicht in Anolondo gefarmt? Nein, ich habe nicht in Anolondo gefarmt, weil ich die, weil ich Dings, so geschafft habe. Ja, komm, ja, ne? Sonst heißt es wieder Ödefilm. Ja und? Ja, sonst heißt es wieder Ödefilm. Die Silberritter mal ab in Landeform. Ja und? Muss sein. Ja, die Silberritter. Scheiße, da wollte ich nochmal eine Offline-Session einlegen. Genau, ich will das Schild von denen haben. Ich habe immer noch das doofe Schild hier. Die Rüstung ist mir egal, die habe ich schon. Die ist unnötig, die braucht kein Mensch. Ich will die Paladin-Rüstung haben, das ist viel geiler. Vor allem ist die leichter. Das stimmt allerdings. Und das, deswegen will ich es auch haben. Oh, da links war ja auch noch einer. Ich wusste, hier war noch mehr. Mhm. Ah! Oh Gott, ihr macht so viel Schaden, ihr blöden Viecher. Das ist ja ekelerregend. Denk an den Magier. Ja, 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 der kommt noch. Oh nein! Ich war doch gerade am Trinken. Ich stell mich heute wieder an, ne? Leute, neue Session und so, ihr wisst Bescheid. Ja, der Magier ist nicht so das Problem am Anfang. Erstmal muss ich gegen die wieder klarkommen. Ich muss mich wieder eingewöhnen. Ich war ja schon so lange, nämlich ich war erst ein einziges Mal im ganzen Dark Souls spielen, das ich gemacht habe, im Archiv des Herzogs. Echt? Ich habe ja nur 8 Estus, weil... Ja, ein einziges Mal. Ich habe dieses Archiv nur einmal gemacht. Also beziehungsweise ich war noch nie bei den vier Königen zum Beispiel oder in dem Gebiet da unten bei den Geistern, weil da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Noch nie. Ich habe Gwyn auch noch nie getötet. Das sind die einzigen zwei Bosse, die ich in Dark Souls noch nicht getötet habe, abgesehen vom DLC, den ich auch noch nie angepasst habe. Das wird für mich alles Premiere. Echt? Bevor du Pip machst? Ne? Ja, gehe ich erst in DLC, ich weiß. Genau. Ich weiß, werde ich auch machen. Habe ich dem Videogame Impact versprochen, dass ich das machen werde. Den ist so geil. Aber egal. Die Szene ist echt sehr schön, ja. Boah, ich wollte das Vieh nicht töten danach, ne, nach der Szene. Ich auch nicht. Ich wollte es davor schon nicht. Ich wollte es davor schon nicht töten, ey. Ich find Sif toll, aber irgendwie. Ich find's voll scheiße. Das ist der geilste Boss im gesamten Spiel. Ja. Alter, du kassierst aber auch schon. Ja, ey. Das ist abartig. Die Hulle. Das ist richtig, richtig abartig gerade. Aber ich meine, das sind Kristallwaffen. Das sind die stärksten Waffen, die es gibt im Grunde. Also vom Grundschaden her. Da muss man sich nicht wundern. Ja, dieser blöde Bogenschütze, weißt du? Und jetzt kommt ja auch noch dieser Kristallfutzel. Warte mal, krieg ich so tot? Pass mal auf, wenn der anfängt, die zu passen. Ah, da kommt hier noch einer! Problem. Was? Oh, was der Bogenschütze allein schon für Schaden macht, ne? Das ist ja abartigst. Also irgendwie haben sie das geändert mit der Krone von Dusk, dass ich allen Schaden irgendwie plus Dings bekomme. Oh, die Kristallwaffe macht ja Spezialschaden auch, ne? Die macht ja keinen Standardschaden. Ehrlich? Ich glaube ja. Ich kann noch mal kurz ins Wiki gucken. Aber es ist kein Magieschaden und eigentlich sollte Dusk Krone nur Magieschaden erhöhen. Und warum ist der Typ auf einmal tot? Ja, ich hab den noch nicht mit. Wenn ich mit einem großen Seelenfall getötet hab, ne, dann gehe ich hier auf Magic Rampage. Ja, du hast, glaube ich, 260 Schaden gerade gemacht an dem. Okay, dann Seelenfall. Dann aber jetzt Kloppe. Mit einem großen Seelenfall, weißt du, das war nur ein großer Seelenfall, nichts weiter. Mhm. Das war nur ein Bogenschütze, was erwartest du? Ja, damit mache ich mehr Schaden als mit meinem Schwert. Was soll das denn? Das macht Blitzschaden, wogegen die eigentlich anfällig sein sollten. Oh ja, komm. Ey, das finde ich so unfair in Dark Souls 1 und eigentlich in jedem Dark Souls, oder wahrscheinlich auch in Demon's Souls. Wenn du das Schild triffst, egal ob die es gehoben haben oder nicht, blockt der. Und das ist einfach nicht fair. Weil bei einem selbst ist das scheißegal. Die können dich treffen, wo, wie sie wollen. Du blockst niemals, außer du hast das Schild wirklich gehoben. Und das finde ich total unfair, aber so richtig. Scheiß Kristallfutzel. Kristallwips not repaired. Da war der Wagner an den Dingern. Was? Wo kommt ihr denn her? Ey, wie auf einmal noch zwei von den Kristallviechern herkommen. Was? Ich krieg zu viel. Komm aus der Halle jetzt. Oh, ihr Schweinebären, ey. Könnt ihr nicht kommen, wenn ich mit dem Typen fertig bin? Ich hätte nur noch einen Schlag gebraucht. Obwohl, dann hätte ich wahrscheinlich das Item verloren, so wie ich Dark Souls kenne. Ja, Leute, es geht ein bisschen failiger wieder los. Ihr wisst Bescheid. Ne? Muss. Ja, was meinst du eigentlich mit den Feuerhüterinnen sehen? Habe ich eine verpasst oder so? Ich glaube, hier kommt doch erst noch eine, dachte ich.
Ich weiß ja nicht, welche du gesammelt hast, deswegen kann ich dir nicht sagen, ob du eine verpasst hast. Ich habe die in Neu-London also ich gesammelt, mal, ich habe die in der Kathedrale gesammelt und ich habe dazwischen noch irgendwo eine gesammelt. Ich glaube irgendwo in Sens Festung oder so. Nee, Sens Festung war kein. Hast du die gesammelt in Blighttown? In der Kanalisation unten? Entweder in den Tiefen oder in Blighttown, das ist nicht beides dasselbe. kurz vor Quelak. I don't know. Es kann sein, das ist ja auch noch eine voll so lange her. Seele. Aber Leute, der Part ist auch schon wieder rum. Ja, oh, blödes Vieh, ey. Stirb! Mistvieh. Oh, da kommt der nächste. Okay, die machen wir gerade noch schnell, dann machen wir ein Part-Ende. War failig, aber wir sind immerhin schon mal ins Archiv gekommen. Wir haben die Schrift, glaube ich, schon gesehen, dass es das Archiv ist. Ah! Mistvieh, warum ist das so schnell? Okay. So, nein, ich würde gerne hier in der Ecke stehen bleiben. Dankeschön. So. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Dark Souls Prepare to Die. Auch wieder mit dem Nara, dem netten Gast. Und ja, bis dann, Leute. Tschüss. Ciao.